muss auch geküsst werden. Ja, das habe ich nie getan. Nein, ich wollte nicht geküsst werden. Ja, was ist das? Ja, aber ich habe gesagt, einige wurden geschubst von der Frau. Irgendwas ist ja immer, ne? So. Ihr seid ja schon mal da, seid ihr noch mal rein. 2 Minuten 20 Euro verdient, ne? Wir hätten gerne Titel 1. So, Titel 1 und mit diesem Titel 1. Also für den Titel 1 heißt es ja, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Ich habe noch eine freie Karte in dieser Runde. Wir bitten um eine Dame. aus dem Publikum, die da 5 Schreiben von mir aus. Also ist es ganz egal. Oder auch 65, weil das ist ja die Zielgruppe, die wir hier auch erreichen können am 10. August. Also ist das der mit. Aber sie soll auch schwimmen, also sie muss sich das schon verdienen, ja? Ja, was ist denn jetzt? Hier kommt mal, hier kommt mal. Ja? Wunderbar! Also hier muss keine Frau mehr nass machen. Ja, das kann ich nur sagen, der Peter geht gleich auf den Tisch. Nicht den ganzen Abend darüber diskutieren. So, meine Herren, jetzt ist es so, aufgebrochen, würde ich mal sagen. So, dann sind wir mal alle zum Start zurück. Ja, wie Sie sehen, also sehr viel Power. Es sind 20 Paddler, ein Trommler und ein Steuermann immer dabei. Also wer Lust hat, meldet sich bitte bei dem Team. Die laufen hier jetzt ja nachher rum oder auch bei mir. Ich weiß, an wen der sich da wenden muss. Und Sie würden sich wirklich freuen, wenn Sie noch ein bisschen Unterstützung kriegen. Wunderbar, die sexy Fliegen von der Freiwilligen Feuerwehr Bansko. Die Führung übernimmt aus meiner Sicht zurzeit der Biergarten. Ja, das ist so. Gabel. Und die Fliegen sind ihnen, genau, dicht auf den Fersen. Wie passen im Biergarten? Ja, sind die Fliegen. Ja, wie immer im Biergarten, die lässt die Fliegen in der Nähe. Genau, und Jobunternehmer gehen sie mit vom Scheiß gar nicht ab. So, also der Karnevalsklub aus Gabel, Alten. Und um die Jungunternehmer ganz sympathisch, langsam, aber erfolgreich, muss man das sagen. Man hat sogar die Pisse und die Stühle, einer ist noch weiter, die Ausruhen muss, ja. Aber ja, denkt an die Technik, die letzten Teile. So, aber ich sag ja, dieses Club, muss ich mal dazu sagen, wurde an einem Tag. Ja, das macht man auch nicht.
mittlerweile schon lange im Ziel angekommen. Wir beschäftigen uns aber gerne nicht mehr mit den zurückgebliebenen Treppen, schon jahrelang. Das Team Föhn kommt mal wieder vorbei. Aber ich habe ein Angebot für die Goldberger, die könnten wieder zurückkommen. Die Chancen sind gleich null noch. Ja, das Monsterboot. Aber jetzt müsst ihr langsam die Kurve wieder kriegen, sonst. So, beim ersten Mal, dass die Bauzeit 4 Wochen mit Baden und Grillen. Wann haben die denn gebaut? 13 Kinder von 7 bis 14 Jahren haben daran gebaut. Aufgrund der gestiegenen Wasserpreise haben die Eltern beschlossen, die Kinder zur Regatta anzumelden, um Badewasser zu sparen. Naja, das hat doch einen Hintergrund hier. Sogar noch Ökologie. Ja, die Monster-Vuvuzela ist vorne. Das freut mich natürlich, weil ich an dem Boot mitgebaut habe. Ja, dann sag doch mal was dazu. Ja, also das ist doch mal ein bisschen das Boot an die Anlehnung an der Fußball-Weltmeisterschaft. Und jeden ging ja diese Tröten auf den Sack. Und da haben die Jungs gesagt, so, wir bauen uns hier das Große. Und da haben wir die Lücken unterstützt und haben sie aus Papier und so weiter, das immer umklebt. Und haben doch einige Stunden da reingesteckt. Und sie haben mir gedacht, sie kommen nicht vorwärts, aber das sieht doch ganz gut aus. Ja, das sind einfach mal... Also, feuern wir die Kinder noch mal ein bisschen an. Und sie haben gesagt, wenn sie gewinnen, dann machen sie auch noch schön Musik ins Ziel. Genau, Musik ist ja auch das Thema meiner Atzen. Sie wollen natürlich die Atzenmusik auf ihrem Boot hören. Die Hälfte abgefasst. Ja, und man sieht schon, dass das ist noch anstrengender als 90 Minuten Fußball. Also es ist zu unterschätzen, unsere bergaufsteigende Stör hier. Ja, man geht genau. Oder auch genau. Hier kommt die Atzen, die haben natürlich ein riesen Boot, brauchen auch einen riesen Applaus. Das ist natürlich sehr schwer zu paddeln. Ja, und da ist man doch gerne hinten am Ruder. Ja, Jungs, guck, eins, böse, zwei. Ihr habt ein sehr schickes Boot gebaut. Ja. Mit eurer riesen Achsmütze oben drauf. Und weiter hinten kommt die Feuerwehrkinder. Da sind natürlich viele Mädels bei, dass man ein kleines bisschen im Nachteil hat. Von hinten kriegt ihr einen riesen Applaus. Genau, das sind die Hausfrauen. Nein, sind die so langsam bei uns gekommen von den Hausfrauen? Ja, wir sind ja auch gekommen und hatten einfach Lust mitzumachen. Ja genau, wer kommt nicht drauf, mal zu Hause Traube zu machen und dabei Boot zu machen?